Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und herzlich willkommen in Sardinien, Italien, Friends. Capras. In Capras sind wir. Und zwar eine Woche Italienurlaub. Wir haben einen Special Guest dabei. Maximum Special. Und er ist kein krasserer als Raniero, die Eins. Grüßt euch. Raniero ist auf jeden Fall der Tourguide für diese Italien-Videos. Er ist selber aus Sardinien und er zeigt mir die Insel. Eine Woche haben wir richtig schön Urlaub mit dem Raniero und zeigen euch, was in Sardinien geht. Sei es Essen, sei es Strände, sei es alles. Macht euch auf ein geiles Video gefasst. Ah yeah. Ciao. Sag, wo sind wir, was machen wir? Du musst mich vorbereiten. Jo, Rani, Digga, was hast du eigentlich hier hingebracht, Digga? Das weiß ich auch nicht. Also die Gemeinde ist Capras. Jetzt gerade sind wir in San Giovanni di Sinis, direkt am Strand. Holger, können wir da hin? Zeig mal, wo wir sind. Digga, das ist echt Premium-Platz hier. Mega Location, wir werden jetzt erstmal was essen. Schön essen, dann was trinken und dann werden wir ins Wasser gehen. Natürlich, aber wenn du sagst trinken, was trinken wir denn, Digga? Natürlich hier Premium Cola Zero. Cola Zero, die echte. Die allerechte Cola Zero. So, wir checken jetzt die erste Mahlzeit ab in Italien und ich hoffe, es wird geil. Guck mal, wie er den Parmesan drauf macht hier. Guck mal jetzt, wie sie den Parmesan macht. Oh mein Gott! Freunde, auf jeden Fall, unsere erste Speise ist gekommen. Wir haben hier schön Pasta mit Tomatensauce. Natürlich haben wir auch hier den Parmesan-Käse. Machen wir hier ein bisschen drauf. Und wir testen erste Menü in Italien. Bismillah und let's go. Oh, boah, das ist zu heiß, Digga. Das ist viel zu heiß, Digga. Ich hab mich komplett verbrannt. Heute auf jeden Fall war sehr heiß. Wir probieren und danach kommt die Bewertung, wenn ich essen kann. Jetzt sehen wir hier den hübschen Tolga. Bin ich denn ein hübsches Mädchen? Du bist bezaubernd. Mit seinem Nachtisch. Typisch. Wichtig ist, wir haben 1 Kilo Nudeln gegessen. Ja, mindestens. Zu zweit sogar 2 Kilo. Also man ist wirklich maximal voll. Und jetzt haben wir hier unseren. Das ist eine Seadas. Das ist typisch sardischer Nachtisch. Das ist frittierter Käse. Frittiert und obendrauf kommt so Honig und ein bisschen Zitrone drin. So, lass das schmecken. Oh, Bruder. Ist das komplett Käse? Ja. Oder ist hier außen Brot? Nein, das ist frittiert. Panade oder ich weiß nicht, was das ist genau. Oh, Bruder, dann probieren wir den Spaß. Sieht aus leicht wie Toast, Alter, aber soll süß sein. Wir haben auf jeden Fall den Honig, den Käse und das Panierte. Jetzt kommt er. Man kennt es irgendwo her. Schmeckt wie ein Keks aus Deutschland. Zitronenkekse, Digga. Ja, ist gut, kann man machen. Kann man machen? Kann man machen, Digga. Okay. Muss man aber nicht. Sei ehrlich, muss man nicht. Kurze Schwimmsession. Und wie ihr sehen könnt, ist das Wasser glasklar. Freunde, wir sind mittlerweile in Alghero angekommen. Wir hatten so eine Fahrt 2-3 Stunden und haben unser Bomben-Apartment jetzt bekommen. Gibt es schon mal dieses schöne Apartment? Wir sind hier erstmal im Wohnzimmer, im Wohnbereich. Wir haben natürlich unseren Fernseher. Wir haben sogar Bügeleisen hier. Sofa nicht zu vergessen. Guck mal hier, Esstisch, Klimaanlage, Bett. Aber, falls ihr gedacht habt, das wäre schon alles. Komplett. Hier geht es erst richtig los. Guckt euch das mal an. Wir haben wirklich 5 Räume. Digga, hier. Komm mal. Probieren, ja, das ist das. Das ist das erste Schlafzimmer. Ganz schlicht, natürlich entspannt. Danach haben wir hier unser Bad. Guck mal hier, zeig mal her, das ist dieses Elite-Bad. Guck mal hier. Ganz entspannt, hier passt auch die Bälle rein. Hier werden wir uns morgens duschen. Danach kommen wir zu den Schlafzimmern. Wir haben für 10 Leute gebucht, aber wir sind zu zweit. Hier nochmal ein Doppelbettzimmer. Und dann hier ist das große Schlafzimmer. Digga, und sagen, wir sind hier 2 Tage. Der Spaß war schon ein bisschen teuer, 350 Euro. Aber wir haben Platz für 10 Leute. Was sagst du dazu, Raniero? Also, wenn es nach mir geht, können wir noch ein paar Leute fragen, ob die mehr fürs Zimmer bezahlen wollen. Dann holen wir Geld rein. Kommt vorbei, wir machen euch 10 Euro billiger als geplant ist. Nein, wir nehmen 70 Euro die Nacht. 70 Euro. Ja, wir müssen Geld rein. Komm, das Bad hast du vergessen. Digga, wir haben das Elite-Bad vergessen. Das, wenn du den Lichtschalter findest, vom Elite-Bad. Hier ist er nicht. Find mal das Licht. Das ist auf jeden Fall, denke ich, Rainis Bad. Rani passt auch in diese Dusche. Nee, was ist das hier? Lüfter. Wir können einfach auf Klo sitzen und rausgucken. Du kannst
Das ist nicht so geil. Zeig mal diese Dusche, die kommen hier mit Blitz rein. Bruder, wer passt denn hier rein? Einfach Abenteuer wohnen hier. Und auf jeden Fall gehen wir erstmal gleich was essen. Gib saftig Pizza und wir sehen uns gleich. Diese Gassen sind so geil. Die Gassen sind richtig geil. In der Altstadt, in Algiro. Rani sucht jetzt die beste Pizzeria aus. Wir haben sie gefunden. Papa, das ist sie? Das ist sie. Das ist sie und wir haben keinen Platz. Wir sind doch da, meine Freunde. Crazy, Digga. Heute guckt euch mal diese riesen Pizza an. Wir mussten leider nach drinnen, weil es geregnet hat. Einer hat maximal ausgemacht. Ich bin einmal im Jahr im Urlaub, Digga, an sowas. Wir probieren auf jeden Fall die Pizza, Friends, damit wir zusammen den Taste machen können. Den ersten Eindruck. Wir haben Pizza Zulu mit scharfer Soße. Klappt die Pizza um. Neapolitanischer Style. Und dann geht's gut. Oh, da war's eine Pizza, Digga. Oh, du musst die Konstruktion. Der Geschmack so und alle dabei direkt kickt. Als wir nie so eine Thunfischpizza gegessen haben. Bruder, das ist krass. Die Werte kommen wir aber noch. Wir machen ja alles mit Messer, Gabel und so, wie ist das? Ich mache aus der Pizza einfach einen Dürüm. Der Teig ist so dünn. Guck mal, ich habe ihn runtergeschluckt. Guck mal, es schmeckt so heftig. Die Wertung ist krass. Freunde, wir haben uns zum Abschluss ein Espresso bestellt mit Zucchero. Digga, ich sag Espresso. Digga, die bringt mir einen Schluck, Digga. Was ist das für ein Schluck? Diese, wenn ich jetzt diese Zucker da reinkippe, überwiegt das, glaube ich. Geschmackstest kommt sofort. Boah, das ist ein Schluck, Digga. Oh, Digga, das ist echt nur ein Schluck gewesen. Ist leer, Digga. Aber ey, richtig lecker. Freunde, auf jeden Fall haben wir die leckere Pizza verputzt. Und ich muss ehrlich sagen, es war wirklich eine sehr, sehr leckere Pizza. Ich gebe dieser Pizza eine 9,2 von 10. Digga, um zu 10 zu kommen, müsste noch so irgendwas Geiles, Scharfes, Spezielles drin gewesen sein. Aber Digga, das war schon echt wirklich die beste Thunfischpizza, die ich gegessen habe. Rani, was sagst du zur Pizza? Ausnahmsweise bei mir 10 von 10. Das hören wir in diesem Video nicht so oft. Warte, was hast du jetzt vor? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das war's mit dem ersten Video. Abonniert den Kanal. Gute Nacht. Tschüss. Ciao.